Das geht nicht jetzt bestellen. Das gehört nicht zu unserer Aufgabentätigkeit. Warum bin ich gerne Arzt? Ist eine Fragestellung, die sich mir schon auftut, nachdem ich jetzt mittlerweile in der Praxis, glaube ich, 28 Jahre tätig bin. Arzt über 30 Jahre. Gern Arzt, insbesondere in der Allgemeinarztpraxis bin ich deswegen, weil ich gern mit Leuten zu tun habe und weil ich eine Allgemeinarztpraxis als eine Art große Familie habe. Weil ich meine Mitarbeiter liebe und weil ich glücklich bin, wenn die sich bei mir wohlfühlen. Blutdruckmesser, hä? Das ist doch klar. Ja? Bei mir dann bei mir. Bei ich, bei Ihnen. Ja, okay. Ja. Und jetzt das ist das Platzzimmer, dann ist das Blutdruckmesser. Gut. Ich tue noch einen Moment, Moment. Einfach neben der Maschine. Sie können da auch drauf liegen. Super. Und dann gehst du dich mal um, bitte. Genau, kommt ihr ruhig rein. Zieht einen auf. Und nochmal. Und nochmal. Gut. Klopf dich auf deinem Rücken. Okay, jetzt darfst du dich wieder umdrehen, so wie den Ohrenspiegel aus dem, aus der Schublade. Erst mit diesem. Dann darfst du einmal den Mund. Ja, bitte jetzt darum. Ja, ich hab. Beim urologischen Röntgen suchen wir nach Erkrankung der ableitenden Harnwege. Zunächst völlig eine Leeraufnahme. Anhand der sehen wir die Knöchelstrukturen. Anschließend zeigen können die Nieren nach Gabe von Taschenmesser Darstellung. Besondere Domäne urologischer Röntgenuntersuchungen ist die Darstellung von Nieren- und Harnleiterstein, Harnabfallstörungen oder Tumoren der ableitenden Harnwege. Als Nebenbefund sehen wir knöcherne Veränderungen, Erkrankungen, die Wirbelsäule, Erkrankungen der Hüfte und andere Dinge. Interessant. Okay. Ich sage mir ein Beispiel. Radische Infusion vor. Das heißt von Knoten. Aufwärtig. Wird angestöpselt. Dann nehmen wir die auf. Wird entschlüsselt. Und anschließend dann der Patienten angelegt. So, danke schön. Internistische Praxis mit dem onkologischen Schwerpunkt. Und deshalb, das, was man gerade gesehen hat, war Vorbereitung einer Chemotherapie für die Infusionen für die Patienten, die sie hier bei mir in der Praxis kriegen. Wir machen jetzt Ultraschalluntersuchung. Okay. Also, bei der Ultraschalluntersuchung kann man mit verschiedenen Schallköpfen arbeiten. Wir machen jetzt einen Ultraschall vom Bauch. Das ist 3,5 MHz bis 5 MHz Schallkopf, um den Bauch, um die Bauchorgane besser zu sehen. So, dann starten wir los. Moment. Jetzt machen wir eine Vorführung, das ist jetzt eine Leber, die man hier sieht, und Gefäße kann man farbig machen.
Okay. Zwei. Ich bin Frau Dr. Hans Krause. Ich bin Fachärztin für Innere Medizin und arbeite hausärztlich, weil es mir einfach Freude macht, Menschen genauer kennenzulernen, sie längere Zeit zu begleiten. Und deshalb habe ich mich für die hausärztliche Arbeit entschieden. Und sie macht mir jeden Tag viel Freude und ist jeden Tag wieder sehr spannend, weil jeder Mensch wieder einzigartig ist und deshalb immer wieder Neues und Interessantes Freude macht. Habe ich noch die zusätzliche hypnotherapeutische Ausbildung gemacht, die mir im Alltag, im hausärztlichen Alltag hilft, aber auch manchmal spezielle Hilfe anbieten kann bei Problemen, in denen ich mit der Schulmedizin und mit der medikamentösen Behandlung einfach nicht. Also wir machen jetzt eine Lungenfunktionsprüfung und deshalb jetzt bitte mal fest einatmen und mit aller Kraft ausatmen. Mehr. Noch mehr. Und gut so. Ich bin die Frau Dr. Glanzer aus Hechingen. Ich bin niedergelassen seit 1992 hier in Hechingen als Allgemeinärztin mit Schwerpunkt Naturheilkunde und traditionelle chinesische Medizin. Super. Und ich mache das jetzt hier wieder, ne? Hallo. Nehmen Sie Platz. Danke. Wie Sie mir letztes Mal erzählt haben, leiden Sie ja unter Heuschnupfen. Und wir haben ja das Problem, dass in diesem Jahr drei verschiedene Pollen auf uns zukommen durch den kalten Winter, die Haselnuss, die Erle und die Birke. Und zudem haben wir noch ein Mastjahr für die Birken, sodass es Sinn macht, dass wir versuchen, ihren Heuschnupfen dieses Jahr mit einer Akupunktur zu behandeln. In der Vordiagnostik gehört dazu die Puls- und Zungendiagnose. Gehen Sie mal Ihre Hand her. Versuchen wir mal hier bestimmte... Es gibt also die sogenannte etwas schmerzlose Akupunktur mit dem Laser, wo ich hier noch einen Amethyststein nehme und die Mineralwirkung, die zulaufende konische Spitze hat, an den Akupunkturpunkt zu setzen, um hier einfach auch immunstimulierend und entzündungshemmend zu sein. Ja, hier ist der Vorteil. Herzlich willkommen in der Hausarztpraxis Dr. Buchmeier. Unsere Praxis ist eine typische allgemeinmedizinische Praxis mit den Schwerpunkten Vorsorgemedizin, Akupunktur und Naturheilkunde. Ja, guten Tag, mein Name ist Dr. Jürgen Hufke. Ich bin niedergelassener Allgemeinarzt, Notfallmediziner hier in Hechingen, praktiziere seit gut 3 Jahren, jetzt in der eigenen Praxis hier. Wir sind ein Team, junges Team, erfolgreich frisch umgezogen in einen neuen Praxisraum und machen komplette hausärztliche Versorgung inklusive kleiner Chirurgie und einer hausärztlich erweiterten Kardiologie, sodass wir hier auf der Hechingen noch ein ganz gutes Standbein darstellen können. Messen wir nochmal die Blutdruck.
Guten Tag, mein Name ist Bernhard Dörr. Ich führe hier in Hechingen mit meiner Ehefrau, Frau Dr. Karinder, eine fachübergreifende Gemeinschaftspraxis. Meine Frau ist für den hausärztlichen Teil zuständig, während ich als Internist, Gastroenterologe und Proktologe mich vorwiegend um die Magen-Darm-Erkrankung kümmere. Der wichtigste Teil meiner Untersuchung ist die Durchführung von Magen-Darm-Spiegelungen, wobei ja bekanntlich die Vorsorgeuntersuchung beim Darmkrebs ein entscheidender Faktor ist, um die Gesundheit der Patienten zu erhalten. Wir führen hierzu ein schlauchförmiges Gerät in den Darm ein, was heutzutage vollkommen schmerzlos durch optimale Replikation möglich ist. Und dadurch können Vorstadien vom Darmkrebs wie auch sonstige schwere Erkrankungen jederzeit gut erkannt werden. Es ist zum Beispiel von heute Morgen ein Befund zu sehen. Es handelt sich um einen Dickdarmpolypen, welcher nach Unterspritzung komplikationslos abgetragen werden kann. Hier ist die Abtragungsstelle zu sehen. Okay. Hier sehen wir ein Bild von einer fluoriden Colitis ulcerosa, ebenfalls ein Befund von heute Morgen. Mal ein Sigma-Polyp, ein Durchmesser von K3 cm. Und dies ist der Befund nach Abtragung. Man sieht, es ist eine problemlose, komplette Abtragung ohne Nachblutung möglich. Guten Tag, mein Name ist Wilfried Gfeurer. Ich betreibe im Krankenhaus in Hechingen eine orthopädisch-unfallchirurgische Praxis mit D-Arzt-Zulassung. Neben der unfallchirurgischen Behandlung von akut verletzten Personen liegt der Schwerpunkt auf der Behandlung von arthrotischen Veränderungen der großen Gelenke wie der Hüftgelenke und der Kniegelenke, welche mit konservativen Maßnahmen therapiert werden. Hier sind Infiltrationsbehandlungen als auch andere konservative Maßnahmen möglich. Bei Beschwerden der Wirbelsäule können wir hier zum Beispiel neben Infiltrationstherapien auch mittels Akupunktur bei Wirbelsäulenbeschwerden im Lumbalbereich oder bei Kniegelenksbeschwerden therapieren. Im Bereich der konservativen Therapiemaßnahmen können wir hier Elektrotherapie durchführen, in dieser Kabine Magnetfeldtherapie und in dieser Kabine haben wir zusätzlich einen Schlingentisch, um Extensionsbehandlungen durchzuführen. Mein Name ist Martha Kronberger, ich bin HNO-Ärztin, seit 2006 hier in Hechingen tätig. Meine Aufgabebereiche sind Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten. Dabei sehr oft untersuchen wir Patienten mit Tinnitus, Schwindelpatienten mit Schwindel. Untersuchen wir auch oder machen wir ambulantes Schlaflabor. Ja. Gut, prima. Das sieht ganz gut aus. Auch das andere. Prima.